Maria. Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Echt ungern, hä? Das ist das sechste Mal, dass sie es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. Okay. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Wow. Aber das. Bitte sag mir nicht, dass du die Uhr hast. Hier. Ah. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Ach je. Nimm du es. Nein! Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Ich wollte es selber nehmen. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Nein, ich wollte jetzt das Foto haben. Nein. Ich gehe es mir jetzt holen. Komm. Nein, ich will... Oh. Nein. Das war eine Entscheidung und ich habe sie jetzt einfach... Nein, ich will das Foto. Oder hätte ich es nicht anders machen können? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber ich will das Foto. Hier, warte mal. Tut mir leid, Leute. Instinkt. Und der Instinkt stinkt nicht. Denn hier liegt Zeugs rum, das ich später ganz bestimmt brauchen werde. Außer die Munition, die braucht niemand. Und Pillen. Pills here. Denn ich will mich auch immerhin ein bisschen aufwerten. Ich dachte nicht, dass wir den Bruder so früh treffen. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Hey. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Hundi. Der Hundi. Ah, schön. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Moin, Leute. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich hab nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Cool, Rauchbomben verbessert. Ja, nee. Vorsicht. Okay, das ist gut. Absenken, langsam. Los, gut macht ihr das, Leute. Ja, gut. Gut. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Wow. Fertig? Mach schon, drück drauf. Es geht los. Hoffen wir das Beste. Oh Mann. Geschafft, Jungs. Wow. Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Also komm. Truppe seid ihr hier. Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance.
Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich weiß. Bitte. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Ja. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfach Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Huh? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Oh, Scheiße. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja. Oh, Mann. Oh, Mann. Mist, Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Diablo, enttäuscht mich nicht. Ein Schuss. Alter, oh. Ah ja. Komm schon. Ah, Mann. Okay. Die sind verdammt gut gepanzert, Leute. Go. Ja, ja. Mist. Hätte ich auch fast gehabt. Komm schon, El Diablo lässt grüßen, mein Lieber. Ah, mit X benutzen. Ja, cool, ja, dann. Du bist. Da hinten bist du. Da bin ich. Und da bist du nicht mehr. Alter, ich muss hier Zeugs einsammeln. Ich brauche hier Waffen und Zeugs. Los. Nochmal einen Firefly-Anhänger und Munition für El Diablo. El Diablo. Komm, die Stange ist ein bisschen besser. So, und jetzt gibt's einen Hinterhalt. Oder auch nicht. Wechseln zum Jagdgewehr. Das wird mir nicht viel bringen. Shorty! Shorty ist zurück, warte mal. Der lebt nicht mehr. Ist er tot? Alter! Wie halten die aus? Da oben waren wir noch nicht. Da ist er! Durchsuch die Gegend! Er ist hier! Oh, und er ist tot! Alter! Und du auch! So, das war's. Könnt ihr etwas sehen? Los, schnell zur Brücke! Wie konnten die hier reinkommen, Mann? Räuber, sie kommen ins Gebäude! Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen für euch, bleibt nur! Sie sind hier, in der Kassette. Maria! Oh, verdammt! Alter, ohne Axt. Ach du meine Holy Axt. Das ist ja gut, das ist jetzt sehr gut, dass wir jetzt eine Axt haben. Das gefällt mir sehr.
Alter, nein, 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 not nice. Ja, ich glaube, da muss ich zielen. Und das. Autsch. Ich muss mir noch ein Medikit basteln. Und noch eins. Ja, super. Und noch ein Molotov. Und doch. Ah, eine Rauchbombe ist jetzt natürlich sehr praktisch. Werde ich auch gleich einsetzen. Natürlich hat mir das sehr viel gebracht. Aber einer weniger haben wir schon mal, oder? Ich renne nach vorne. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Ich verstecke mich nicht ewig, aber ich sollte mich bandagieren. Wo sind die? Da hinten ist einer. Ja, ja, das kann ich auch, was ihr könnt. Ah, der hat mich in. Oh! Nein, nachladen. Und. Alter! Nicht mit mir, mein Lieber. Okay, und vorne, nach vorne, nach vorne. Ja, friss das! Und. Alter. Keine gute Deckung. Ganz schlechte Deckung. Scheiße. Ah. Wow. Oh. Wo ist jetzt. Okay. Runtergefallen. Hat ein bisschen doof ausgesehen, aber. Ah, oh yes, ja, wir sind wieder an dieser Stelle, wie toll. Wieder dasselbe, wieder nach vorne. Langsam schleichen. Oh Mann, nein. Wie tun die dafür? Der ist wieder weg. Komm schon. Hey, warte. Ich kann ja auch hier durch. Oh, das war im Genitalbereich. Eigentlich sollte er sich vor Schmerzen krümmen. Komm nochmal nach vorne, ich erwarte auf dich. Oh, Alter, ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Aber ich könnte auch eine Flasche werfen. Dann. Okay. Alter, no. Gut aufpassen! Nein! Ihr haut ab, ihr haut tatsächlich ab. Wieso tut ihr denn das, Freunde? Hey, lauf doch mal ein bisschen nach hinten. Genau das. Okay, hier noch ein paar Sachen holen. Na, die Flasche, die ich nicht brauche. Bei den Kisten! Und? Alter, ist die. Ah! Ah! Alter, nein! Okay, Konzentration. Der Mauri ist wieder mal sehr konzentriert. Ah, knick knack. Das geht echt nicht. Okay, jetzt alles gebastelt. Gut, hier können wir Fertigungszeit, Messermeister, ja, nee, ich warte noch, bis wir noch mehr Pillen gefunden haben, dann mache ich da was. Und einen Bogen, ja, da komme ich auch nicht weit, ich setze da lieber mal auf Pistole um,
der Revolver. Hier wieder auf Gewehr. Also auf Jagdgewehr. Und das Jagdgewehr. Na gut, nach vorne. Ach man! Nein! Okay, zum Glück war jetzt ein bisschen dumm. Dumm, die dumm. Friss die. Alter, wo ist die Kamera hin, bitte? Alter, wie gibt der Water? Ja, wenn alle hier sind. Friss doch meinen Molotow. Der wird euch sicher gefallen. Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, wieso hab ich nur... Bleib schneller nach. Na, der bleibt jetzt liegen. Dankeschön, dass ich... Oh, der war... Bleib doch jetzt. Tschüss, liebe Leute. Tschüss. Oh yeah. Ja, das war jetzt ein bisschen besser. Wir müssen zu den Frauen. Ich bin schon da. Joel, jetzt mach schon. Ah, da, what the? Ich hab den gar nicht gesehen, Mann. Gib mir Deckung, ich gehe ran. Die Axt ist Todes, mein Lieber. Nein, 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 nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah. Mann, tut mir leid. Ah. Ich hab die echt nicht bemerkt. Ich war irgendwie auf was anderes konzentriert. Hey, guck mal, eine Flasche. Latsche. Okay, der ist tot. Okay, ich schalte lieber mal auf Schrotflinte um, wenn es... Ja, das bringt mir auch nichts. Das bringt uns gar nichts. Ja, komm, jetzt rennen. Sneaky wäre ein bisschen besser. Oh shit. Na toll. Jetzt haben die mich ja gesehen. Das ist echt scheiße. Ist er jetzt weg? Wurde er weggepustet? Ja, da hinten sind welche. Ah, der hat jetzt Glück. Das war's. Okay. Das ist echt scheiße. Leute. Komm raus, du Feigling. Ja, kommt ihr doch raus. Ah, das ist... Das war Ellie. Sie sind tot! Tommy? Kommt schon raus, kommt. Hallo. Bist du... Ignoriert mich einfach. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel! Oh Mann! Sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg! Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden.